Ostermontag. Zwei Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus. Alles schien verloren. Ihr Herr, ihr Freund, ihr Rabbi, er war gekreuzigt worden. Sie gingen auf dem Weg und sie ließen sich nicht trösten. Sie konnten einander nicht trösten. Hilflos waren sie. Doch da kam ein Fremder zu ihnen. Er teilte ihren Weg, er teilte ihre Sorgen, er sprach ihnen Trost zu und neue Deutung, was da wohl geschehen war. Und dann nötigten sie ihn schließlich, bei ihnen zu bleiben. Sie nötigten ihn, zu Gast zu sein bei ihnen in Emmaus. Und da brach er das Brot und segnete es. Und in diesem Moment erkannten sie, dass es ihr Herr, ihr Freund, ihr Rabbi, Jesus Christus ist, auferstanden, verwandelt im Leib, aber eindeutig er. Auf euren Wegen, ihr Lieben, wo erkennt ihr da Jesus auf dem Weg? Wo bricht einer mit euch das Brot, sorgt für euch? Wo werdet ihr stark gemacht? Und wer hilft euch? Und habt ihr schon einmal Jesus dabei erkannt im Fremden? Diese Zeit ist schwer. Und dann brauchen wir Hilfe. Wir brauchen die Nähe Gottes. Wir brauchen die Nähe von Menschen, die uns eine Deutung zusagen. Heute habe ich wieder eine besondere Deutung für Sie. Zunächst in Textform, danach auch in Liedform. Wenn Sie selbst etwas einsenden möchten, einen Gruß, eine Bitte, die als Gebet mit vorgetragen werden möchte, dann lassen Sie sie mir zukommen. Eine Andacht von Michaela Leins, einer Sängerin und lieben Freundin. Der Kämpfer ist ein Kind. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wie fühlt man sich in einer Zeit, in der es so viele Unsicherheiten gibt? Behalte ich meine Arbeit? Schaffen wir das mit dem weniger an Geld? Bleiben wir gesund? Wie lange dauert das alles noch? Wann kann ich meine geliebten Menschen wieder, die nicht bei mir wohnen, wieder in die Arme schließen? Wie wird unsere Welt aussehen nach Corona? Oft habe ich auch diese Gedanken. Und wenn ich zu lange bei diesen Gedanken verweile, dann fühle ich mich machtlos, klein, umhergebeutelt. Was also tun? Meine Ablenkung ist es, zu nähen, Faces nähen. Schutzmaske darf man ja nicht mehr sagen, weil das einen geschützten Begriff der Medizin darstellt. Dafür kann man abgemahnt werden. Das kann sogar ein Prozess nach sich ziehen. Also nähe ich Faces. Jeden Tag sitze ich an meiner Maschine und nähe,
kostenlos für den Pflegedienst meines Sohnes, für ehrenamtliche Helfer, für meine Kolleginnen und Kollegen, die in der Schule Notbetreuung machen, für Freundinnen und Freunde, für Familie. Ich nähe und nähe. Ich weiß, dass dieses Tun mich gerade davor bewahrt, schwermütig zu werden. Es bewahrt mich davor, mich in meinen Ängsten zu verlieren. Es ist etwas Greifbares, ganz Reales, das ich tun kann. Vielleicht fragen sich jetzt manche, ob ich nicht auch einfach beten könnte. Gott meine Ängste geben, auf Gott vertrauen, dass alles schon gut wird. Glauben Sie mir, ich bete. Nur wissen Sie, in Krisenzeiten sind eigentlich unsere Kirchen voll. Menschen treffen sich und teilen gemeinsame Ängste, Sorgen und Nöte. Als ich in Wildflecken in der amerikanischen Kirchengemeinde angestellt war, war jeder Gottesdienst zur Zeit der Kuwait-Krise überfüllt. Familien beteten für ihre Angehörigen, die in das Kriegsgebiet geschickt wurden. Unsere Terminkalender waren voll mit Seelsorgeterminen. Unsere Pfarrer und Rabbis arbeiteten 7 Tage die Woche über Monate. Dieser Trost ist uns nun in Zeiten von Corona verwehrt. Nein, es gibt keine Gottesdienste in der Kirche, die ich besuchen kann. Nein, auch Seelsorgegespräche sind von Angesicht zu Angesicht nicht möglich. Die menschliche Nähe, die wir für so selbstverständlich genommen haben, ist ausgesetzt. Also fühle ich mich allein. Auch in tiefem Vertrauen an meinen Vater im Himmel, von dem ich weiß, dass er mich hält, dass er mich liebt und trägt. Und doch allein. Und doch fehlt mir die Nähe zu den Menschen, die mir vertraut sind. Das schnelle »Ich komm mal kurz vorbei«, eine liebevolle Umarmung. Faces nähen hält mich gerade am Laufen. Es gibt mir das Gefühl, etwas zu tun, das sinnvoll ist, gerade bezogen auf die Diskussion, ob Maskenpflicht oder nicht. Nun meine Frage an Sie, liebe Schwestern, liebe Brüder. Was hält Sie am Laufen? Ich mag in meinem Tun auf andere stark wirken. Und ja, wenn ich an der Nähmaschine sitze und etwas Sinnvolles tue, dann habe ich zumindest das Gefühl, etwas zu können, nicht ganz hilflos zu sein, ausgeliefert zu sein. Doch in den stillen Momenten merke ich immer wieder, der Kämpfer in mir ist ein Kind, der bei seinem Vater im Himmel Ruhe und Geborgenheit sucht. Dann klettere ich auf seinen Schoß und flüchte mich in seine Arme. Davon möchte uns Michaela Leins nun ein Lied singen. Der Kämpfer ist ein Kind. Es möge euch stärken und bewahren. Und so segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Mein Vater.